Hallo. Ich knacke gerade ein paar Baumnüsse auf. Die brauche ich nachher. Wir machen heute eine Schweizer Spezialität. Die nennt sich Bündner Nusstorte. Bündner kommt vom Namen her aus dem Bündnerland. Das ist eine Region aus der Schweiz. Das ist der Kanton Graubünden. Kanton Graubünden, das ist dort, wo Arosa, Davos kennst du vielleicht, Chur und vor allem St. Moritz. Die meisten von euch werden dort wahrscheinlich ihre Zweitwohnung haben. Ich leider nicht, ich bin nur in Gstaad zu Hause. Wir machen heute eine Bündner Nusstorte zusammen. Wir brauchen dazu einen Mürbeteig. Den habe ich schon mal vorbereitet. Für den Rührteig nehme ich jetzt 150 Gramm Butter und 150 Gramm Zucker in meine Küchenmaschine. Und das wird jetzt zusammen schaumig geschlagen. Dazu noch ein bisschen Zitronenschale. Nach und nach gebe ich dann zwei Eier hinzu. Die werden mitgerührt. Sobald die Zucker-Eier-Buttermasse schön schaumig geschlagen ist, gebe ich noch 370 Gramm Weißmehl hinzu. Und das rühre ich dann ganz langsam darunter. Die fertige Masse nehme ich aus dem Kübel. Gebe sie auf den Tisch mit Mehl. Und knete das Ganze noch ein bisschen von Hand durch. Gebe es dann den Teig auf einen Teller. In den Kühlschrank stellen, natürlich mit einer Klassikfolie zudecken. Und den kannst du ein paar Stunden liegen lassen. Je länger er liegt, je besser zieht er sich zusammen und du kannst ihn dann besser ausrollen. Hier hinten im Topf habe ich jetzt schon 250 Gramm Zucker. Und das erwärme ich jetzt ganz langsam. Wir haben ja vorhin schon den Zucker in den Topf gegeben. Die Herdplatte angemacht, damit er jetzt erhitzt werden kann und flüssig wird. Der Zucker, der muss jetzt flüssig werden. Danach kommt Honig hinein, Sahne und am Schluss noch die Nüsse. Der Zucker wird schon langsam flüssig. Es kann unter Umständen dann plötzlich sehr, sehr schnell gehen. Ne? Aufpassen. Und wenn es zu schnell geht, Temperatur runter, sonst verbrennst du ihn. Das wäre dann schade. Zucker ist gleich soweit. Siehst du, wie der schön braun ist? Das ist Karamell. Der Zucker muss jetzt komplett geschmolzen sein, hier. Ohne dass es noch solche Knollen hat. Ich gebe schnell die Temperatur runter und jetzt gebe ich 2 Löffel Honig hinzu. Und gleich wieder gut rühren. Immer gut rühren, bis alles richtig gut geschmolzen ist. Jetzt ist er komplett geschmolzen. Jetzt drehe ich ein bisschen die Temperatur runter. Jetzt nehme ich die Sahne und ganz langsam hinein. Geh weg mit deinen Händen, weil, siehst du, es kann dann ganz schnell aufkochen jetzt. Jetzt kocht er. Das ist heiß, ich sag dir, das ist richtig, richtig heiß. Gut umrühren und noch den Rest hinein. Und gleich weiter rühren. Jetzt wird es ganz kurz ein wenig dick, weil der Zucker zieht jetzt an. Mehr oder weniger alles gut aufgelöst. Und zu guter Letzt geben wir jetzt noch die Nüsse hinzu. Nüsse müssen nicht fein sein oder gerieben, gut verkleinert, dazugeben und sofort wieder rühren, damit es eine schöne Masse wird. Sie ist jetzt relativ dünn, aber keine Angst, die wird dann schon noch hart. Die Masse, die habe ich jetzt auf die Seite gestellt. In der Zwischenzeit kannst du den Teig ausrollen, und zwar in eine Backform. Schau, dass der Rand ein bisschen höher ist als die Form, weil die musst du dann nachher darüber legen noch. Und wenn die Masse ein bisschen abgekühlt ist, füllen wir sie gleich in die Form hinein. Den Teig, den habe ich ausgewählt, schön rund.
3 bis 4 mm dick. Ich dachte, das muss ich dir nicht unbedingt zeigen. Das kannst du gut. Siehst du, was ich meine? Mit ein bisschen über den Rand höher, weil das klappen wir nachher so runter. Die Masse hat sich ein bisschen abgekühlt. Die gebe ich jetzt hier schön vorsichtig in das Blech hinein. Verteile es. Sei vorsichtig, ganz langsam, weil die Nüsse sind ja hart. Und wenn du hier zu fest ziehst, dann machst du den Teig gleich kaputt. Und jetzt habe ich noch einen Deckel ausgewählt. Den legen wir darüber. Schön rund und genau die Größe des oberen Bereiches. Kleiner Tipp. Wähle zuerst den Deckel aus. Also schön rund machen, den Teig. Nimmst die Backform darüber, ausschneiden auf ein Backpapier und ab in den Kühlschrank. Dann ist er schön fest und du kannst ihn herrlich darüber legen. Jetzt bepinseln wir hier ein wenig den Rand und drücken den Rand ganz langsam runter, nicht dass er bricht. Schön hier auf den Deckel, weil somit schließen wir jetzt den ganzen Teig, also Kuchen, weil hier drin ist jetzt flüssiger Zucker. Wenn hier offen ist, siehst du, hier offen wäre, dann würde die ganze Zuckermasse rauskommen und du hast eine Riesensauerei. Jetzt nochmals alles ganz gut bepinseln mit Eigelb. Du nimmst deine Gabel, wenn du ein bisschen dekorieren willst. Es ist gefährlich, wenn der Teig weich ist hier oben, dann kann es sein, dass du es kaputt machst. Kannst mit der Gabel ein bisschen darüber ziehen und wenn alles gut funktioniert, ja, das ist schon tricky, aber es geht. Hier beim Rand noch. Der Kuchen kommt jetzt in den Backofen bei 180 Grad Umluft für ca. 40 bis 45 Minuten. Fertig ist unser wunderschöner Kuchen. Der war jetzt 45 Minuten bei 180 Grad im Backofen. Ich habe noch etwas vergessen zu machen, und zwar solltest du mit der Gabel hier zwei, drei Orten reinstecken. Siehst du, was passiert ist? Es gab eine große Blase und ich musste dann wirklich mit der Gabel reinstecken und deswegen habe ich hier ein kleines Loch. Hier hinten ist ein bisschen Zucker rausgelaufen, macht aber nichts. Sobald er ein bisschen abgekühlt ist, nehme ich ihn aus der Form und gebe ihn hier aufs Holz. Schneiden würde ich ihn noch nicht. 2 Stunden warten, weil der Zucker hier drin ist jetzt flüssiger Zucker. Und der Zucker muss jetzt natürlich abkühlen. Und wenn du ihn jetzt aufschneidest, dann fließt der Zucker raus und du hast eine Riesensauerei. Würde jetzt nicht machen. Warten, bis er abgekühlt ist und dann servieren. Wenn du dann noch sehen willst, wie der Kuchen innen aussieht, dann schaut jetzt nicht aus, schaue bis zum Schluss fertig. Du kennst ja meine Finisher, meine Schlussvideos, Dekorationen und alles. Dort ist er dann geschnitten und du siehst, wie er drinnen aussieht. Das war's. Unsere Bündner Nusstorte ist fertig. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du kommst wieder, machst den Kuchen nach, schickst mir deine Fotos. Ich will mal sehen, wie du das auch machst. Und lass mir noch ein Abo da. Das wäre super. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Wir sehen uns und bleib gesund. Bis demnächst. Ciao, mach's gut.